Man selber sieht es und man denkt, auch jeder andere sieht es und sieht es als erstes. Er sieht nicht dich unbedingt, sondern er sieht das, was nicht normal ist. Meine Diagnose? Schuppenflechte. Da war ich 15. Die Scham. Also das war für mich das große Thema. Dass ich mich geschämt habe, dass ich das habe. Ja, und dann kämpft man, ne? Dann bin ich dreimal die Woche, montags, dienstags, donnerstags, immer nachmittags nach der Schule zur Bestrahlung gefahren. Das war immer ein Fahrtweg, sicherlich von einer Dreiviertelstunde, Stunde hin und gleich natürlich nochmal zurück für 10 Sekunden Bestrahlungszeit. Die ganze Woche war eigentlich geprägt davon, es war im ganzen Körper. Es war nur nicht an meinen Handoberflächen, es war auch nicht im Gesicht. Ich habe deswegen im Tor gestanden, weil ich immer lange Klamotten hatte. Und niemand hat das gesehen, was ich dort hatte. Ich war vor dem Spiel der Letzte, der sich umgezogen hat. Und ich war nach dem Spiel auch der Letzte, der sich umgezogen hat. Und es waren eigentlich alle schon raus. Früher konnte ich nur im Tor spielen. Heute kann ich auch im Sturm spielen. Ich kann auch in der Verteidigung spielen und ich kann auch im Mittelfeld spielen. Ich kann mich frei bewegen, sozusagen. Bei der aktuellen Therapie ist es so, dass ich komplett erscheinungsfrei bin, dass ich ein völlig neues Lebensgefühl habe. Auch die Therapieform ist sehr angenehm. Völlig erscheinungsfrei ist ein bisschen geflunkert. Ich habe ein ganz kleines Mahnmal, so nenne ich das, am Ellenbogen noch. Aber das im wahrsten Sinne des Wortes juckt mich nicht. Es erinnert mich immer daran, wie gut es mir geht. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar.